Nur noch wenige Wochen bis zur Umstellung. Ab 1. Februar 2014 gelten für alle die Regeln des SEPA-Zahlungsverkehrs. Vor allem kleine Unternehmen und Vereine sind darauf nicht ausreichend vorbereitet. Die Zeit drängt. Was tun für die Umstellung? Das sind sie, die wichtigsten Punkte der SEPA-Checkliste. Wenn Sie Ihre Buchhaltung am Computer erledigen, dann bringen Sie Ihre Software auf SEPA-Standard. Ab dem 1. Februar können Sie mit Ihrer alten Software nicht mehr im Zahlungsverkehr arbeiten. Auf den Internetseiten des jeweiligen Herstellers finden Sie entsprechende Hinweise zur IT-Umstellung. Der nächste Schritt ist die Umstellung der Kontodaten auf IBAN und BIC. Denn überall dort, wo bisher Kontonummer und Bankleitzahl verwendet wurden, brauchen Sie jetzt IBAN und BIC. Bedenken Sie, dass das nicht nur Ihre Buchhaltung betrifft. Auch Vorlagen wie Briefköpfe und Rechnungs- oder Liefervordrucke müssen geändert werden. Weitere wichtige Informationen finden Sie auch unter sepadeutschland.de. Haben Sie darüber hinaus noch Fragen, hilft Ihnen Ihre Hausbank. Einmal die wichtigsten Schritte auf einen Blick. Erstens, aktualisieren Sie Ihre Buchhaltungssoftware. Zweitens, stellen Sie Ihre Kontodaten auf IBAN und BIC um. Drittens, wenn nötig, fragen Sie Ihre Hausbank. Die gesamte SEPA-Checkliste finden Sie unter bankenverband.de/SEPA. Welche Schritte speziell für Ihr Unternehmen oder Ihren Verein wichtig und nötig sind, erfahren Sie dort.